Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Red Tractor Tycoon. Also ein roter Traktor Tycoon. Hust. Ja, machen wir ein neues Spiel. Gucken wir uns das mal an, was das Spiel uns hier so zu bieten hat. W ist das Bewegen, X ist das Ding runterfahren und G ist das Abschießen. Keine Ahnung. F. Flug, säen, ernten. Zaun bauen, kaufen, kaufen, Tier fangen, Tier platzieren, Tier füttern. So, so. Da habe ich schon vergessen, ey. Muss ich das mitnehmen? Erntemaschine. Okay, was zum Geier soll ich tun? Ich habe jetzt beides. Ich habe einen. Uff. Okay, zeig's mir nochmal. X. Ah ja. Ah, und jetzt soll ich sehen, ne? Brauche ich aber höchstwahrscheinlich die Erntemaschine. Naja, die erntet. Ich doof, Alter. G, okay, ja, G ist wegschmeißen, klar, habe ich schon gesagt. X, F. Mit dem Gabelstapler? Flug, säen, ernten. Ich brauche dafür noch irgendwas an der Pfote. Irgendwas fehlt hier noch. Ein Labor. Vielleicht müssen wir erstmal was erforschen, das könnte auch sein. Machen wir Kautskis. Kann man da gar nicht. Habe ich nichts für. Ah, hier können wir Weizen kaufen. Verstehe. Nur eins. Aber ja, ich kann so ein bisschen drauf umlatschen. Dum, 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 dum. Forschung und Verkaufen. Nehmen wir schon mal, ja, wir fliegen mal wieder hier hin. Der stört uns ein bisschen. Kann ich jetzt schon was ernten? Ne, es geht noch nicht. Man kann es also nicht aussehen kaputt machen. Das finde ich gut. Deinen ersten Weizen geerntet. The Beginning. Aus einem machen wir zwei. Mhm. Passiert. Das kann man dann wahrscheinlich verkaufen. Das sind wir viele Gabelstapler. Okay. War nicht geplant. Das ist übrigens auch ein Steam-Spiel, ne? Falls sich jemand fragt, hey, wo kann ich jetzt kaufen? Auf Steam. Kann ich es verkaufen? 18 Gold pro Stück. Okay, was können wir mit mehr Geld kaufen? Ein Tor, ein Zaunpfosten, ein Lager, eine Wasserpumpe, ein Gewächshaus, eine Pumpstation. Ein Anhänger klein, Atomkapazität 750, Tiere greifen, Saatgut säen. Auf die Erntemaschine, bitte. So, jetzt brauche ich aber bitte was davon. Wie kriege ich das hin?
Oder geht es nicht? Das geht, glaube ich, nicht, ne? So, X war. Wenn ich nicht so weit fahren muss. So, Erntemaschine. Komm, alles wieder weg hier. Ich brauche den Gabelstapler. Komm, muss wieder neues Feizen. Für 40 Gold. Hm, sollte man vielleicht nicht tun. Man sollte davon schon noch was aufheben. Ich das gleich wieder verkauft, ey. Ich würde F drücken und nicht verkaufen. Wie kann ich forschen? Brauche ich Punkte dafür? Aber ich kriege die Punkte. Was ist das? Mein Silo, oder? Mein Lager. Brauche die Erntemaschine. Weg damit. Ohne Anhänger, bitte. Boah, die Steuerung ist so katastrophal. Gruselig ist das. Kann ich da was mit denen machen? Nö. Zumindest jetzt noch nicht. Derzeit geht es darum, einfach nur Weizen anzupflanzen. Und das dann zu verkaufen. Wahrscheinlich muss ich einfach nicht mit dem Anhänger über die drüber fahren, sondern später, wenn ich alles geerntet habe, mit dem Anhänger drüber fahren, während das andere alles, achso, ist noch gar nicht fertig. Während das andere alles wächst. Ja. Ich bin Gabelstapel, da unten ist er. Ding, 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 ding. So, jetzt kriege ich immer zwei Stück daraus. Tja, scheinbar ist hier nicht mehr, ne? Ja, ein bisschen rumgucken. Scheint ein sehr entspanntes Spiel zu sein. Und man wird das Spiel für später auch größer machen können, mit dem, indem man die Dinger hier umnatzt, die Holzer. Indem man sie aberntet. Da gibt es tatsächlich erstmal noch nicht mehr. Man muss straight jetzt erst einmal das ganze Weizen abernten. Was aber ziemlich langweilig ist. Zumindest für mich gerade. Das ganze Weizen an, ja. Ei. New Chip. New Chip. Ich glaube, der Rest soll mich einfach einen verkaufen, ich war mit dem Anhänger. Sonst wäre das Investment in den Anhänger voll sinnlos gewesen. Ach, das geht beides. Interessant. Dass ich abernten und sammeln kann. Mm-mm-mm-mm.
Uiuiui. Das können wir Transporter jetzt alle schön einsammeln. Er ist voll. 234 Gold. Sollten nicht alles mitnehmen. Alles erstmal da, plus zwei, was da noch gemacht wird. Aber trotzdem, was ist jetzt das nächste Ziel? Noch ein Anhänger. Saatgut ernten, die Sämaschine. Schrumpfstrahl, Gebäude schrumpfen, Säge, Wälderroden, Haltbarkeit. Ah, okay, kann man damit die Bäume wegmachen. Wassertankfelder bewässern, Drohne, transportiert Produkte zwischen zwei Gebäuden, EMP unterbricht Arbeiten der Drohnen. Helle Steine, dunkle Steine kaputt machen. Anhänger groß, Wasserdrohne. Interessant, aber was kostet alles so viel? Vermutlich, ach nee, ich konnte mir nichts mehr kaufen, oder doch? Ich muss hier Forschungspunkte kriegen, aber wo kriege ich die her? Ich glaube, irgendwas vergesse ich hier gerade noch. Ich denke, wenn ich eine Karotte researched habe, dann... Oder muss ich das Zeug da unten reinbringen? Na, mal gucken. Wo ist mein Gabelstapler? Vielleicht muss man es nicht verkaufen, sondern untersuchen. Haha! Ja, und dann kann man natürlich hier die Karotzkis erforschen oder die Maisis oder die Erdberries oder die Eiers. Oh, die Eiers, ne, kann ich 30 Etoile brauche ich dafür. Mehl, Pflaume, Kamille, okay, also auf jeden Fall irgendwie was hier, die Karotte wird erstmal wichtiger sein, dass man das erforscht, damit man halt mehr Geld bekommt, ja, kann man nämlich, also teurer verkaufen, und dann nach und nach, Omelette benötigt Ei, das Honig und die Ziegenmilch benötigt Karotten, interessant. Bis runter zum Kamillentee, der Kamille benötigt. Aber es wird nicht das Beste sein. Es wird einfach nur zufällig angeordnet sein. Ich will. Eine Daune benötigt Mais. Guck mal, der springt die ganze Zeit nach oben. Egal, was ich mache. Der will unbedingt nach oben. Was ist das hier? Nicht das. Auch nicht das. Das da. Ein Baumsetzling. Ah, okay. Interessant, interessant. Und da ist unser Lager, wo wir dann irgendwie Weizen und so weiter lagern können. Wenn wir zu viel vielleicht haben. Können wir die Wälder roden. Ja. Tschüdüt. Gut, Leute. Also wir können da tatsächlich forschen und halt auch verkaufen unser Zeug. Aber an der Stelle würde ich sagen, war es das gewesen mit dem Mann gespielt zu Red Tractor Tycoon. Ja. Wer Spaß daran hat, wem es gefallen hat, der kann sich das gerne mal auf Steam angucken und sich das kaufen, wenn er möchte. Wir sind beim nächsten Mal wieder mal angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.